Hallo und herzlich willkommen zurück im eisig kalten Rabenpass. Wir haben gerade an der Sounduntermalung schon gehört, dass es hier sehr windig zu sein scheint. Doch ich werde dem Sturm trotzen und meiner Trollarmee die Festungen der Untoten zerstören. Ja, wir fangen mit den Trollen an. Das finde ich sehr erfrischend. Diese Wegen konnte man anklicken. Das sieht mir wie Stein Vorkommen aus. Soll das heißen, dass wir hier kein normales Steinvorkommen haben? Hier Kran ist gefüllt mit Stein. Die Steine vom Karren nehmen. Steine werden 750. Okay. Ich muss doch aber irgendwo hier. Okay, wir müssen jetzt erstmal Holz besorgen. So, Waldes. Deine Aufgabe wird es jetzt erstmal sein, die Umgebung etwas auszukundschaften. Natürlich mit deinem... Mit dem Schatten, der dir folgt. Es ist, als würde man furzen und würde diese Duftnote hinter sich herziehen. Genauso ist Urias. Miefig, unnötig. Und ich höre schon wieder den Windows-Sound. Oh Gott, Windows, kannst du dich nicht einmal aus einem Spellforce-Let's Play raushalten? Offensichtlich nicht. Ja, wir haben hier ein großflächiges, aber nicht leicht zu übersehendes Gelände. Irgendwie sind hier überall Wege und hier haben wir eine Höhle. Das ist eine Truhe da oben. Diese Höhlen. Irgendetwas regt sich darin. Wir sollten sie im Auge behalten. Das klingt schon mal nicht gut. Das klingt schon mal gar nicht gut. Habe ich hier nicht irgendwo noch einen Riesen gesehen? Ich glaube, der war hier, oder? Wir gehen mal gucken. So. Trolle. Holzfällerhütte, bitte. Wo setzen wir die schöne Holzfällerhütte denn mal hin? Ich würde sagen, einfach hier hin. Das erscheint mir immer noch am vernünftigsten. Was haben wir hier? Goblin-Dieb. Die haben bestimmt was mit dem Riesen zu tun. Die ärgern wahrscheinlich den kleinen armen Riesen. Armes Töff. Gut, reden wir mit ihm. Oh, Gott. Oh. Da ist nicht viel drin. Was habt ihr? Ihr nicht so brüllen, Menschling. Mir noch gut hören, aber mir nicht gut denken. Oh. Ich merke das. Dummer Mian. Findet Zwergenschnaps in kaputtem Wagen. Trinkt alles aus. Oh, dummer Mian. Jetzt Mian ganz schwindelig. Und Goblins stehlen alles von ja. Mians Sachen. Mian zu schwindelig. Kann sie nicht fangen. Oh. Vielleicht kann ich ja diese Goblins vertreiben. Oh, das ist nett, Menschling. Wir haben nur noch ein bisschen ausruhen. Du gehen und vertreiben garstige Goblins. Okay. Wenn es mehr nicht ist. Ich rechne jetzt nicht damit, dass sie sonderlich stark sind. Stufe 24 ist jetzt kein Garant für tödliche Begegnung mit irgendwelchen Kreaturen. Zeit zu sterben. Lasst mich euch traktieren mit Elementarmagie. Oh Gott, Urias, stirbst du gerade? So halb irgendwie. Zeit zu sterben. Wieso sind die so stark? Die sind Stufe 24, die können nicht so stark sein. Was denn? Steinbruch. Warum? No! Das ist ein verdammter Fehler an der Registry. Friss das, Goblin-Abschaum. Das ist doch nicht zu fassen. Ich meine, wie viel Schaden machen die denn bitte? Was?
So. Wir brauchen wahrscheinlich für das... Wo haben wir denn hier die... Oder war das so, dass... Können die Trolle kein Eisen abbauen? War das so? Mir ist fast so, wenn ich gerade drüber nachdenke. Mann, jetzt lass doch den armen Uri erstmal in Ruhe. Der hat wirklich schon genug einstecken müssen jetzt. Jetzt treff doch mal. Ja, noch einmal. Geht doch. So. Wie viel Leben haben die noch? Oh, viel zu viel. Ich hoffe jetzt mal, dass ich einigermaßen gut treffe. Und der saß. Und der saß nicht. Und der saß auch nicht. Und der saß wieder. Herrlich. Und komm, der sitzt auch. Schon zu spät. Gut. Mit diesem letzten Goblin solltest du fertig werden. So, ich brauche mehr Arbeiter. Verteidigt euch. Viel Plünder. Plünder. Plünder? Zeit zu sterben. Ich bin schon total zum Dieb mutiert hier. Bei dem ganzen Truhen... Einstecken und ausrauben ist es auch kein Wunder. Jedenfalls haben wir jetzt die Mission erfüllt. Schön. Goldseidenrobe, Maske des grünen Teufels. So, Mjörn. Dummer Mjörn. Was hast du dazu zu sagen? Als nächstes brauchen wir ein Nahrungslager. Wo setzen wir das denn? Das ist so beengt hier und die Trollgebäude sind immer so groß. Wir bauen mal die Brutstätte. Und zwar da, wo Platz ist. Hier ist Platz. Wir bauen die Brutstätte also hier. Immer ich. Hallo, Mjörn. Oh, Menschling hat Goblins weggemacht. Woher weißt du das? Guter Menschling, wir haben jetzt schon viel besser, was Menschling wollen als Dank. Ihr habt doch sicher nützlich in eurem Schatz. Wisst ihr, wie man Höhe versteht? Ich glaube, aus dem Druckenjäger kämpft an meiner Seite, Mjörn. Ich glaube, ich nehme die Höhlen. Wisst ihr, wie man die Höhlen verschließt? Ich glaube, aus denen droht mir Ärger. Du machst einen Stein davor. Ach. Das wäre dann der Teil, wo ich eure Hilfe bräuchte. Steine brauche davor, sag bloß. Oh, das einfach. Mjörn wird für Menschling ein paar Höhlen zumachen. Du sehen. Interessant, dass er auf einmal aufstehen kann. Schöne Panoramaaufnahme. Kommt da jetzt nochmal was? Ach. Viel langsamer hätte er sich wirklich nicht bewegen können. Gut, wir haben also den Troll, den Riesen dazu gebracht, für uns einige Höhlen zu verschließen. Ich glaube, das ist ganz klug. Damit wir nicht von unzähligen Seiten aus angegriffen werden. Als nächstes würde ich gerne... das Nahrungslager bauen. Ja, wohin setzt man es denn? Das ist die Frage. Man setzt es hier hin. Man setzt es hier hin. Eisenschnäbel. Die Schwarmeinheit der Trolle. Keulenschnitzer brauchen wir natürlich auch noch. Die Jagdhütte kommt dann hier hin. Ich habe mich gefragt, und ich werde diesen Trick auch definitiv noch ausprobieren, ob man mit dem Leichensammler der Trolle sich Nahrung cheaten kann. Weil wenn man die eigenen Arbeiter mit K tötet, könnte man auch davon ausgehen, dass die Trolle die Leichnamen der Arbeiter sammeln. Das klingt total eklig, oder? Ich meine, ich würde sowas im Real Life nie tun, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Trollleichen würde ich niemals irgendwo hinschleppen und als Ressource verwenden. Das tue ich nur mit kleinen Kindern, die sich im Wald verirren und nach Zetteln suchen.
Für diesen Anlass habe ich auch extra eine Verkleidung angefertigt. Reden wir nicht weiter. Ich verhedder mich doch hier in komische Widersprüche. So. Was hier schon? Was denn? Ich brauche euch Arbeit. Die gehen offensichtlich schon los, das ist in Ordnung. Euch können wir hier oben sammeln. Ja, viel Action ist ja jetzt bisher noch nicht. Was sagt denn überhaupt unsere Quest? Genau. Also offenbar haben wir noch nicht mit Angriffen zu rechnen. So habe ich das zumindest bisher verstanden.